Willkommen zurück, meine hochverehrten Zuschauer, zu einer Untersuchung der neuen Heldeneinheit, die der Vampirlord Heinrich Kemmler als neue Fähigkeit dazu bekommen hat. Denn er ist jetzt in der Lage, Krell zu beschwören, der für ihn kämpft, und zwar für eine gewisse Zeit, dauert 135 Sekunden, bis er beschwört werden kann, scheint so eine Art White King zu sein, der kostenlos dazukommt, und wir testen ihn mal aus, wie lange er lebt, wie gut er sich anstellt gegen zum Beispiel einen General des Imperiums, dem wir alles weggenommen haben, genauso wie eine Potion of Toughness, vergleichen ihn mit einem White King und überlegen uns, was für Taktiken wir mit ihm anwenden können. Wir springen einfach mal los in den Kampf und schauen, wie er sich schlägt. Ich finde das sehr schön, dass immer mal wieder neuer Content für Warhammer Total War von Creative Assembly rausgebracht wird. Frage ist jetzt, hätten unbedingt die Vampire, die Untoten nochmal was Neues gebraucht? Vermutlich eher nicht. Wäre vielleicht schön gewesen, Chaos was Neues zu geben oder so. Aber sei es drum. Wir starten das Ganze einfach mal, denn dieser neue Summon wird auf jeden Fall nützlich sein. Heinrich Kemmler, der praktisch nie mitgenommen worden ist, weil er einfach zu weich war, ein bisschen mehr Standvermögen zu bekommen. Wir beschleunigen die ganze Zeit mal, denn Krell kann erst nach 2 Minuten gespawnt werden. Und das ist schon eine nicht zu unterschätzende Zeit, möchte ich jetzt mal sagen. Heinrich Kemmler sieht ein bisschen bedröppelt aus mit seiner alten Kleidung. Was seine Kampfeigenschaften angeht, hat er Melee Attack 30, Melee Defense 40, Weapon Strength auch nicht so beeindruckend. Vergleichen wir das mal mit dem General des Imperiums da hinten. Ist Heinrich Kemmler Melee Attack mäßig deutlich niedriger. Seine Verteidigung ist relativ ähnlich, nur seine Panzerung ist wirklich extrem mickrig. Das heißt, sobald er irgendwie im Kampf gebunden ist, wird er auch ziemlich schnell zerlegt. Und ich glaube, er hat auch ein Problem damit, wenn er beim Overcast seiner Zaubersprüche, das heißt, wenn man hier überall doppelt draufklickt, um einen stärkeren Zauberspruch zu machen, ziemlich viel Lebensenergie verliert. Nun gut, sei es drum. Wir beschwören jetzt einfach mal den Lord der Untoten, Lord of Undeath, am besten ein bisschen näher am General des Imperiums dran, damit er nicht so schnell zerfällt und ein bisschen länger kämpfen kann. Und er kommt auch schon auf uns zu. Er kommt direkt auf uns zu. Und wir beschwören ihn. Langsam, wie er hier aus dem Boden heraus kriecht. Sieht schon mal gut aus. Und los geht's. Ab in den Kampf. Momentan profitiert Krell nicht von den diversen Regenerationseigenschaften, die Untoten eventuell haben können. Wie zum Beispiel Master of the Undead. Ich werde ihm auch keine Invocations auf den Hack geben. Oho. Das ging ganz schön schnell. Sieht so aus, als hätte er den General des Imperiums innerhalb von ein paar wenigen Schlägen zertrümmert. Nicht übel. Man muss jetzt allerdings sagen, dass der General des Imperiums auch keine Potion dabei hatte. Deswegen gehen wir einfach mal gleich neu in einen weiteren Kampf. Aber bevor wir das tun, gucken wir uns mal die Eigenschaften, die Krell hat im Vergleich zum White King an. Der White King im Vergleich zu Krell ist im Vergleich... Der White King... Krell. Krell hat plus 16 Militech, deutlich stärker im Angriff, etwas schwächer in der Verteidigung, bisschen mehr Panzerung, deutlich weniger Lebensenergie, aber der große wichtige Punkt hier ist die Weapon Strength, die er hat. Macht jetzt 260 Punkte panzerbrechende Schaden und mal 210 normal. Das ist schon eine ordentliche Kampfmaschine. Mit ein paar Schlägen haut er den Gegner kaputt. Und er hat interessanterweise auch noch 20% Magieresistenz, verursacht Terror. Encourage kann sich zum Verstecken. Das ist schon, ja, er ist schon ziemlich stark, haut ziemlich rein. Wir machen das Ganze jetzt nochmal, geben dem General des Imperiums noch eine Potion dazu und gucken, wie lange er sich dann hält. Obwohl, meine, der Computer ist jetzt nicht so klug, vielleicht sollten wir ihn lieber ankämpfen lassen gegen Boris Todbringer. Boris Todbringer, und zwar nehmen wir ihn so mit, wie man ihn vielleicht auch im normalen Spiel mitnehmen würde, mit dem Middenland Runefang, und lassen ihn nochmal gegen Krell antreten. Während hier das Ganze lädt, habe ich schon mal was vorbereitet, das zeige ich euch jetzt. Nämlich habe ich mir angeguckt, wie lange Krell denn überlebt, wenn er unterstützt wird durch den Master of the Dead und wenn er das nicht wird.
Hier seht ihr Krells Lebenspunkte. Er hat, wenn er frisch beschworen wird, 3000 Lebenspunkte. Hier ist die Zeit in Sekunden angegeben. Die roten und die blauen Punkte sind seine Lebenspunkte, wenn er einfach nur rumsteht und nichts macht. Und ihr seht hier, er zerfällt innerhalb von 200 Sekunden, was ungefähr, wie viele Minuten waren das nochmal? In ungefähr drei Minuten, ein bisschen mehr als 3 Minuten ist er kaputt. Wenn er jetzt allerdings in der Nähe von Heinrich Kemmler bleibt und durch seine passive Eigenschaft Master of the Dead unterstützt wird, das muss ich jetzt wieder hier rüberziehen, erhöht sich seine Lebensdauer auf fast 5 Minuten, also eine Steigerung seiner Lebenszeit um 37,5%. Das heißt, wenn ihr Krell irgendwie einsetzen wollt, dann sollte es unbedingt meiner Meinung nach in der Nähe von Heinrich Kemmler sein. Er ist praktisch sozusagen dann sein Bodyguard. Und so setzt man ihn meiner Meinung nach am besten ein. Natürlich kann man die Lebensdauer von Krell dann auch noch weiter erhöhen durch die Invocation of a Hack. Wird sich sicherlich auch lohnen, weil er dann noch länger lebt. Ups, nicht zu schnell vorgehen. Wir warten wieder ein paar Sekunden, bis wir Krell beschwören können. Insofern können wir in der Zwischenzeit uns mal die glorreiche Form von Boris Todbringer und dem Turm, den er auf dem Kopf hat, ansehen. Er ist ziemlich angepisst. Man sieht's. Übrigens weitere interessante Fähigkeiten von Heinrich Kemmler, die ich mir schon ewig gar nicht so richtig angesehen habe, ist einmal diese Fähigkeit hier, Cloak of Mists and Shadows. Da zahlt man ein bisschen was dafür. Allerdings sorgt das dafür, dass er für 22 Sekunden 80% Physical Resistance bekommt. Und das heißt, in dem Moment, in dem irgendein Gegner ihn angreift, kann man diese Fähigkeit hier auslösen. Und dann ist er mehr oder weniger schadensresistent für einen nicht zu unterschätzenden Zeitraum. So. Beschwören wir Krell und lassen ihn einfach nur gegen Boris Todbringer kämpfen. Meiner Meinung nach vermutlich der beste oder einer der besten Generäle des Imperiums, meiner Meinung nach. Gerade gegen untoten Armeen. Bam. Diesmal gucken wir uns die HP der Regimente an. Und Krell haut ordentlich rein. Er hat sich jetzt umgedreht. Vielleicht dachte er sich, hatte sich gefragt, wo Heinrich Kemmler ist. Autsch. Schon das ein bisschen. Wir sehen auch bei einem unberittenen Boris Todbringer kann Krell eine ganze Menge Schaden machen. Er haut ihn praktisch im Kampf 1 gegen 1 um 2/3 seiner Lebensenergie runter. Das ist gar nicht schlecht. Wir machen das jetzt nochmal und lassen ihn kämpfen, während Heinrich Kemmler in der Nähe ist und Krell mit dem Master of the Dead Zauberspruch heilt. Das ist ja keine aktive Heilung, sondern nur eine passive. Das heißt, er steht da, das braucht gar keine Magie, braucht gar nichts. Deswegen eine super Sache. Nur was ihr zu beachten habt, wenn ihr den Master of the Undead Skill mitnehmt, hier Master of the Undead, das ist nicht so teuer. Ganz wichtig, ihr dürft, manche nehmen ja auch einfach nur einen zusätzlichen Nekromanten mit, gerade wegen dieser Fähigkeit Master of the Dead. Der funktioniert nur, wenn euer Nekromant nicht im Nahkampf ist. Das heißt, sobald euer Nekromant im Nahkampf ist, wird das hier deaktiviert. Also ihr müsst eure Nekromanten, falls ihr eure Regimenter so regenerieren wollt, immer aus dem Kampf rauslassen, sonst ist es nutzlos. Gut, ab zur zweiten Runde. Mal sehen, ob Boris Todbringer diesen Kampf noch so halbwegs gewinnen kann, wenn Krell von der passiven Regenerationsfähigkeit des Master of the Dead profitiert. Da ist er. Krell kommt aus dem Boden heraus. Und okay, ich glaube so müssen wir eigentlich unterstützt werden. Ja, Master of the Dead ist aktiv. Gut. Das ist ziemlich gut hier. Middenland, Runefang und Hold the Line ist beides aktiv. Das ist eine schöne Sache. Was ist das? Das hat irgendwie nicht so gut geklappt. Okay, irgendwie habe ich hier Mist gebaut. Das fangen wir kurz nochmal an. Irgendwie habe ich hier Mist gebaut. Machen wir das Rematch.
Krell ist eindeutig ein beschwörbares Modell, was im richtigen Moment die Richtung eines Kampfes sicherlich drehen kann. Also wir haben ja gesehen, er ist in der Lage, so einen normalen Helden zu zerlegen. Er verursacht auch bei Boris Todbringer eine ganze Menge Schaden. Leidet natürlich immer noch darunter, dass Heinrich Kemmler selbst so ein schwacher Nahkampflord ist. Wenn er angegriffen wird, dann ist alles aus. Die Frage ist, was kann man mit Heinrich Kemmler jetzt, wo er diese fast umsonst bekommt er diese Fähigkeit, kostet irgendwie nur 100 oder 200 Gold, dafür lohnt es sich auf jeden Fall, das mitzunehmen. Er hat allerdings noch ein paar andere Fähigkeiten, die ziemlich gut sind, so in Kombination mit anderen Fähigkeiten, die er hat, ist das, glaube ich, echt eine klasse Sache. So, Moment, jetzt beschwören wir kurz. Merkel. Was ich meine, zeige ich euch auch noch gleich. Lauf. Jetzt verliert er zwar schon ein paar Lebenspunkte, bevor wir in den Kampf kommen, aber damit muss man auch in einem normalen Kampf rechnen. Das ist alles nicht optimal. Oh, ist man nicht in Regenerationsreichweite? Gerade nicht. Muss man schon ziemlich nah dran sein, damit das funktioniert, interessanterweise. Komm, rein mit dir. So. Okay, jetzt wird Krell regeneriert. Ohoho, aber sieh mal einer an. Das interessiert Boris Todbringer wenig. Er läuft einfach Krell hinterher. Na, jetzt kommt er wieder zurück. Gut. Vielleicht können wir jetzt den Kampf abschließen. Mal sehen. Na, Boris Todbringer haut ordentlich rein. Ich habe das Gefühl, dass Krell gegen Boris Todbringer irgendwie nicht so viel Land sieht. Hat ihm fast keine Lebensenergie abgezogen. Vielleicht liegt es daran, weil er einfach zu viel Melee-Defense hat. 50 gegen 50. Gehen wahrscheinlich viele Schläge daneben. Ah doch, aber wenn er trifft, dann haut er ordentlich rein. Also ein bisschen eine Glückssache. Gerade weil Krell nicht so lange lebt. Schlägt auch nicht so oft zu. Aber wenn... scheinbar schlägt er manchmal doch deutlich öfter zu. Also wenn er zuhaut, dann macht er ordentlich Schaden, wenn er trifft vor allem. Gerade bei großen Gegnern, wenn die nicht jetzt gerade umwerfen, ist er, glaube ich, extrem hilfreich. Naja, Boris Todbringer wurde auf 2/3 seiner Lebensenergie runtergezogen, wie vorher, gar nicht schlecht. Gar nicht schlecht, also ich würde sagen, mit ihm kann man einiges anfangen. Eine andere Taktik, die ich euch kurz mal vorstellen kann, die man mit Heinrich Kemmler meiner Meinung nach ganz gut einsetzen kann, die wahrscheinlich auch ein bisschen überraschend ist für den Gegner, ist, wenn wir jetzt zum Beispiel annehmen, unser Gegner hat eine Linie aus, sagen wir mal, 3 Greatswords, damit es ein bisschen überschaubarer wird, und wir nehmen eine Linie aus 3x Graveguard. Greatswords sind ja ziemlich gut, ihr seht da 32 Weapon Strength, 30 Melee Attack, 30 Melee Defense, 95 Panzerung, die sind schon ziemlich gut. Graveguard sind so ähnlich, also ein bisschen höhere Weapon Strength, dafür weniger Melee Attack, Melee Defense, und ich habe mir gedacht, hey, eigentlich kann man Heinrich Kemmler, er hat ja sowieso auch hier diese Fähigkeit, Chaos Tomb Blade, damit regeneriert er, wenn er selbst im Nahkampf ist, auch nochmal die Gegner und erhöht deren Nahkampfangriff um 8. Das heißt, Heinrich Kemmler kann man prinzipiell auf 2 Arten einsetzen, entweder mit dem Master of the Dead, aber das ist so billig, kann man immer mitnehmen, sowohl im Nahkampf als auch wenn er nicht im Nahkampf ist, kann er regenerieren. Und wenn man dann möchte, dass so eine Formation aus drei Regimentern Graveguard mit Great Weapons, die wirklich eigentlich ordentlich reinhauen, das Einzige, was ihr Nachteil ist, ist ihre niedrige Melee-Attack-Werte. Wir nehmen ihn mal so mit, wie es eventuell funktionieren könnte. Curse of Years lassen wir weg, Wind of Death lassen wir weg. Wir gehen so in den Kampf, nur mit dem Dance Macabre, der den Nahkampfangriff von Regimentern für 25 Sekunden um 34 erhöht. Und gehen mal so in den Kampf gegen unsere Gegner. Und mit Unterstützung dieses Van Hell's Dance Macabre wird der Nahkampfangriff dieser Graveguard mit Great Weapons auf über 50 gebufft. Und damit sollten sie problemlos in der Lage sein, diese 3 Greatswords innerhalb kürzester Zeit
zu zerlegen. Wir probieren das mal aus. Ich hätte vielleicht einfach nur ein Regiment verwenden sollen anstatt zwei. Aber okay, jetzt ist es mal so gewesen. Jetzt ist es mal so geworden. Krell sollte man sich auch noch bei Gelegenheit beschwören. So, die Regimenter haben jetzt erstmal den Leadership-Buff. Und aber sobald wir in den Nahkampf kommen, gerade mit Heinrich Kemmler, den wir vielleicht nicht unbedingt ganz nach vorne hinstellen sollten, sollten sie auch ihren Nahkampf-Buff bekommen. Und ich meine, muss man abwägen. Heinrich Kemmler in den Nahkampf schicken ist ein ziemlich riskantes Manöver, weil er eben so wenig Panzerung hat. Flagellanten hauen ihn wahrscheinlich in kürzester Zeit kaputt. Monströse Einheiten werden das gleiche machen. Aber ja, irgendwie, irgendwas muss man ja tun. Irgendwas muss man ja tun. So, ab in den Kampf. Ab in den Kampf. Ab in den Kampf. Und ich gehe mal davon aus, dass Boris Topbringer sicherlich sehr, sehr effizient in den Kampf eingreifen wird. Momentan noch kein zusätzliche Buff für unsere Graveguard, aber jetzt, wenn Heinrich Kemmler in den Nahkampf kommt, wenn er mal reinkommt, komm noch. Genau, jetzt schlägt er zu und ihr seht, dass der Nahkampfangriff der Graveguard mittlerweile auf 30 ist und damit genauso hoch ist wie das von den Great Swords. Der Schaden, den er gemacht hat, ist gar nicht mal schlecht. Und jetzt haben wir noch den Dance Macabre rein, der alle unsere Regimenter bufft. Jetzt sind wir auf 64, damit sollten wir wirklich problemlos die gegnerischen Greatswords niedermachen. Von der Länge her hält der Zauberspruch, glaube ich, 34 Sekunden. Doch 25 Sekunden hält er. Ist nicht so unglaublich beeindruckend, aber immerhin. Immerhin, ist immer noch aktiv. Das hat so lange angedauert, bis wir eine ganze Menge Schaden gemacht haben, obwohl jetzt der Gegner hier ziemlich eingeblockt war. Und damit haben die Graveguard praktisch einen sehr, sehr deutlichen Sieg gegenüber diesen an sich scheinbar überlegenen Greatswords davongetragen. Hier laufen jetzt ein paar auseinander, fallen ein paar auseinander. Ungeschickt, die werden jetzt natürlich gedebufft von Boris Topbringer. Oh, Heinrich Kemmler schlägt sich eigentlich ganz gut auch gegen diese Greatswords. Gar nicht so übel. Gar nicht so übel. Lord of Undeath können wir prinzipiell auch noch beschwören. Also das werde ich auch mal im Stream am Samstag ausprobieren. Armeekomposition der Untoten mit. Oh, jetzt kommt Boris Topbringer. Will unseren General angreifen. Und dann holen wir uns Cloak of Mists and Shadows. Wodurch er erstmal für eine Weile nicht keinen Schaden nehmen sollte. Lang hält es natürlich nicht. Aber es ist genug Zeit, um ihn rauszubekommen aus dem Nagel. Boah, der macht gar keinen Schaden, Heinrich. ja, das ist nicht so gut. Ist noch aktiv? Nein. Ist nicht aktiv, sobald es nicht mehr aktiv ist, sollte man auf jeden Fall abhauen. Also um Heinrich Kemmler wirklich gut einsetzen zu können, muss er mindestens nochmal ein Regiment dabei haben. Ein Regiment aus großen Einheiten wie Kavallerie, die verhindert, dass solche gegnerischen Lords auf zum Beispiel fliegenden Regimentern oder ja, Monster-Regimenter zu schnell durch die Linien brechen und Heinrich Kemmler niedermachen. Das heißt, ihr müsst immer mindestens ein Regiment, von mir aus auch billige Black Knights mitbringen, um ihn aufzuschalten, sonst ist alles verloren. Ja, jetzt können wir eigentlich noch den Lord of Undeath spawnen. Vielleicht mal mitten hier drin. Der verursacht ja Terror. Lassen wir mal die Greatswords kaputt hauen. Schauen wir mal, wie er sich die Greatswords schlägt. Ah, schlägt sich gar nicht schlecht. Eine Schlag, ziemlich viele niedergemacht. Au. Unsere eigenen Greatswords hat er auch kaputt gemacht. Und jetzt sollte Boris Topbringer eigentlich ziemlich im Eimer sein. Und das war der Sieg. Okay, war das jetzt ein realistischer Kampf? Nein, natürlich nicht. Ein echter Kampf sieht immer ganz anders aus. Aber wie viel hat es jetzt gekostet? Wir sind bei 7868. Ja, der Gegner hat ein kleines bisschen weniger Geld ausgegeben. Aber eine Sache, die ich gerne ausprobieren möchte, ist General des Imperiums.
ohne Skills, ohne Potion und ein Regiment Greatswords. Wird kämpfen gegen Lord of the Undead, gegen Heine, gegen Kem, nee, nicht gegen Kemler, sondern gegen Krell alleine. Um zu gucken, wie gut er sich gegen ein gegnerisches Regiment schlägt, wenn er gegen sowas kämpft. Nein, der General des Imperiums wird auch noch ein bisschen stören, aber es ist trotzdem, glaube ich, mal ein ganz nettes Experiment. Auf jeden Fall gefällt es mir, dass so Heinrich Kemmler jetzt mit seinen neuen Fähigkeiten, die er bekommen hat, mit den Skills, die er sonst noch hat, Cloak of Mists and Shadows, da kann er dem gegnerischen Lord ausweichen. Man kann ihn dann mit einem Regiment Kavallerie schützen. Würde ich sagen, ist er eigentlich gar nicht mal mehr so schlecht. Es sei denn, er zerfällt immer noch in kürzester Zeit, wenn er die ganze Zeit irgendwelche Sprüche overcastet. Das werden wir jetzt gleich mal ausprobieren, ob er durch Overcasten drauf geht. So, zuerst spawnen wir wie immer Krell. Krell! Falls ihr ein bisschen was über den Warhammer-Hintergrund von Krell kennt, schreibt ihn gerne in die Kommentare, ich sehe das gern. So, Krell. Von mir aus erstmal den General des Imperiums kaputt machen. Greatswords kommen hinterher. Oh, haut gut rein. Greif mal die Greatswords an. Und diesmal versuchen wir ihn ein bisschen am Leben zu halten. Eine Invocation auf einen Hack. Er hat schon ziemlich viel Lebensenergie verloren. Ja, verliert ziemlich schnell Lebensenergie. Oh, mit Strider halten wir jetzt... Halten wir jetzt außerdem noch unseren Heinrich Kemmler am Leben. Damit Krell alleine kämpfen kann. Lebensenergie kann eine ganze Menge regenerieren, 2250. Damit hält er nochmal deutlich länger durch. Und diese Greatsword. Scheint er ganz gut auseinanderzunehmen. Waffen wir es nochmal mit dem Van Hell's Dance Macabre. Oh nee, aber Heinrich Kemmler würde nicht gut. Heinrich Kemmler wird auch nicht in Stücke gerissen. Ja, man darf ihn wirklich unter keinen Umständen in den Nahkampf geraten lassen. Das muss man unter allen Umständen verhindern, sonst ist man tot. Aber man kann ihn wenigstens für mich deutlich länger am Leben halten durch den Cloak of Mists and Shadows, auch wenn man es wirklich im genau richtigen Moment einsetzen muss. Also auch gegen Regimenter ist Krell ganz gut. Man, wie viel hat er jetzt gekillt von denen? 44 innerhalb von ein paar Minuten. Ist nicht schlecht. Ist nicht schlecht. Man kann ihn auch da verwenden, wenn der Gegner jetzt nicht mit starken Laws kommt. Okay, so viel zu Krell. Und dem neuen Sum von Heinrich Kemmler. Ich muss sagen, jetzt kostet er gerade mal 1280. Mit diesen drei Sprüchen, außerdem mit Krell, und Krell kostet gerade mal 179, das lohnt sich auf jeden Fall. Kostet nicht mal Magie, den muss man unbedingt mitnehmen. Damit wird Heinrich Kemmler wahrscheinlich sogar ein ganz nützlicher General, und ich werde das am Samstag morgen im Stream ausprobieren. Armeen, die ein bisschen Graveguard mit Großwaffen lastig sind, Kombination mit Van Hell's Dance Macabre nehmen. Außerdem noch ein Regiment Black Knights, das eigentlich gar nicht so richtig viel Schaden machen soll. Vielleicht auch noch ein Regiment Dire Pack, das einfach nur verhindern soll, dass gegnerische Lords Heinrich Kemmler überrennen. Sie halten die halt durch ihre Masse auf. Und wenn ein Heinrich Kemmler gut geschützt wird, der gut buffen kann, dann lohnt sich der jetzt vielleicht schon einige. Muss getestet werden. Ich bin gespannt auf morgen, falls ihr Erfahrung mit Heinrich Kemmler habt. Und dem neuen Buff, Lord of Undeath, der neuen Fähigkeit, schreibt es gerne in die Kommentare. Ich bin gespannt, was ihr über diese neue Fähigkeit denkt. Wird Heinrich Kemmler dadurch nützlicher als vorher? Ich bin sehr gespannt auf eure Rückmeldung. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ich mache vielleicht auch in Zukunft gerne mehr von diesen Fähigkeitenanalysen. Gerade wenn die Skaven rauskommen, bin ich sehr gespannt, was wir da alles Neues bekommen werden. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst gerne ein Like da. Ich freue mich über alles.
Danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.